Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei GTA Vice City, wollte ich sagen. Nee, V. V. Ich wollte V sagen. ja, letzte Folge, wir können das Problem beheben, haben wir wieder... Hoffen wir, also wir haben es jetzt noch nicht ausprobiert, logischerweise. Genau, Spiel neu gestartet, aber auf jeden Fall hat es auch die Hütte jetzt wieder angezeigt. Genau. Übrigens, ich bin wieder im Controller. Ja, also erwartet viel gute Fahrerei und genaues Schießen. Du bist gemein. Du Sack. Ja. Mal sehen. Mal schauen, ja. Vielleicht liegt's auch an der Tageszeit. What the fuck? Das ist echt weird. Ruf mal Michael an. Ah ja, das wäre eigentlich keine schlechte Idee. Kontakte. Kontakte, genau. Michael, wo bist du? Wir können auch mit Jimmy mal... Ja, abhängen. Besetzt. Voll strange. Das ist echt komisch. Ich glaube fast, wir müssen das machen mit dem Lester. Auch wenn es ja, mich fast schon ja, nervt. Ja, es ist echt strange. Echt weird. Ja, dann, ja, wohl oder übel, ja. Wir haben ja keine andere Wahl. Guck mal auf die Karte, ob da irgendwie noch andere Sachen verfügbar sind. Fragezeichen oder... Ja, genau, Fragezeichen. Guck mal, zum Beispiel die grünen Punkte könnten wir mal machen. Ah, was das ja. auch immer ist. Aber das bringt uns eben nicht weiter, wegen dem... Vielleicht muss auch einfach Zeit vergehen, das kann eben auch sein. Ja, ich bin mir da eben nicht sicher. Ja, was hast du jetzt gemacht? Gehst jetzt zum Lester? Ja, ich glaube, wir müssen nämlich... Okay, wir können natürlich... Warte mal. Ich glaube, das mit der Zeit geht eben nicht. Was geht nicht? Aber wir machen sonst das. Machen wir das mal. Ja. Wir machen jetzt mal das. Vielleicht ruft uns der Michael irgendwann an. Ja, das ist mir klar. Freunde werden nicht immer zum gemeinsamen Abhängen bereit sein, wenn du anrufst. Oh Mann. Mano. Ups. La 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 la. Naja. Ich finde den geil. Grotti. Cabrionezza. Carbonizzare. Carbonizzare. Ja, so. Ist das ein Ferrari? Das ist, ja, das sollte ein Ferrari sein. Ja. Aber sieht noch gut. Ich finde den cool, ich finde den geil. Sieht eben gut aus, aber er bricht sehr schnell aus. Ja, den ich mir im Online gekauft habe, der ist recht geil. Also er hat auch eine gute Bodenhaftung. Fall, ne? Nee, es ist nicht der, um es nochmal zu sagen. Nee, genau. Er hat eigentlich so eine, so eine richtige Ferrari-Form. Also ist es denn ein Ferrari? Es ist wahrscheinlich eine Mischung zwischen Lamborghini und Ferrari. So ah, hast du dir den großen da gekauft, der Cheetah? Nee, Cuvetti oder so heißt der. Ich hab den genauen Namen gerade nicht im Kopf. Okay. Ist das ein Gangangriff? Das sieht ein bisschen danach aus. Ne? Oder so ein großer. Päckchenabwurf. Aber was sind hier? Alien-Teile? Nee, Alien-Teile sind ja eher auf dem Land draußen, oder? Ah, Gebiete, in denen du Fahrzeuge mit einem Geheimversteck finden kannst. Stimmt, das ist die Story mit Barry, die haben wir natürlich auch nicht. Ah, genau, die sind auch kaputt gegangen. Also, hier soll ein Fahrzeug rumstehen. Ich nehme es schwer an, es soll... Nope. Nicht der sein? Wäre doch markiert, nicht? Ah, ein Karin, Sultan. Den finde ich immer wieder cool aufzuziehen. Ja. Vor allen Dingen war der im GTA 4 sehr, sehr gut. Ja, der war ja immer so in der, ein bisschen, also Pumper, wenn man sagen kann. Der war so ein bisschen versteckt. Ja, genau. Aber fahr doch mal da rein. Ah, das ist wieder... Die haben wir doch gemacht. Was? Ist das jetzt die Karre? Nee. Ich glaube, das würde es anzeigen, wenn du sie siehst. Ja, guckst dich mal ein bisschen um in dem Kreis irgendwie. Guck mal, hier ist ja auch so ein... Kann man da rüber? Nee. Uh-uh. Rüberklettern kann man nicht. Ah, weißt du, was mir letztens eingefallen ist? Was denn? Die Grove Street. Also wenn du... Dreh dich nochmal um. Hier? Nein. Wie du gelaufen bist. Ah, ja. Da hinten hat's ja eine Brücke. Da rechts ist ja die Grove Street. Ja. Und die Grove Street war ja eigentlich... Und da unten ist ja Kanal, oder? Genau, die war auch so. Auf dem Kanal und dann war da das Stadion. Das ist mir letztens so eingefallen. Ja, stimmt. Das Stadion war immer in der Nähe. Aber eben. Und die Autobahn auch eigentlich. Ich rätsel halt immer noch,
Wow, Panzer. Ist dir das schon mal aufgefallen, dass hier ein verrosteter Panzer ist? Ja, das ist mir schon aufgefallen, ja. Aber ich... Ist er nicht... Ich nehme mal den Abschleppwagen. Nimm den Abschleppwagen, ja. Highway Clearance. So. Abschleppwagen, Nutzfahrzeug. Du hast ja gar nicht hier drin richtig geguckt. Ich hab schon ein Auto gesehen. Aha. Ah, siehst du, da ist es ja. Die, haben wir die nicht letztes Mal, die haben wir doch letztes Mal gemacht. Nimm das Beuteauto an den Haken. Ich glaube, die hast du so unabhängig gemacht von mir. Yay! Yes. Wo hast du gewusst, dass man die mit dem Abschleppwagen nehmen muss? Eben. Hast du die schon mal gemacht? Ich bin mir jetzt verwirrt, ob ich die selber mal kurz gemacht habe. Nee, im Let's Play haben wir die noch nicht gemacht. Nicht? Nee. Aber wir haben von Barry einen Auftrag, bekommen. Genau, wir müssen die Päckchen abholen. Die Päckchen, ja, genau. Und eigentlich haben wir die ganze lustige Action verpasst. Die Karre würde nicht gehen. Ja. Darum habe ich ihn jetzt abgeschleppt. Direkt im Ohr. Die Karre würde nicht gehen. Und nicht sogar Gangster noch. Oh, das ist eine schlechte Entscheidung gewesen. Oh, shit. Super Mori. Ups! Hast du es wieder dran? Ich glaube, du hast es wieder dran. Nee, nicht ganz. Geht dir über eine Schanze. Genius. Du kannst dich ja auch von hinten anhängen. I know. Aber fahr dann bitte wieder auf die Straße. Ja, ja. Ich glaube, du hast es. Ja. Das wird jetzt sehr schwer. Okay. Für irgendwas wurden irgendwann mal Straßen gebaut. Ich glaube irgendwie zum Fahren. Okay, hängst du echt fest? Ja. Like ever. Hab eine andere Idee. Mach das nicht. Hol dir ein Auto und fahr in den Laster rein. Das könnte ich auch tun, ja. Wir hätten es eigentlich noch mit mehr Stil machen können. Ich hätte einen Cargo-Bob irgendwie besorgen sollen. das wäre noch besser gewesen. Shit, ja. Wo kriegt man einen Cargo-Bob überhaupt her? Ich weiß nicht, ob... das ist Mission... Raus, danke. Nee, der steht doch sicher beim Flugplatz. Wir haben ihn doch da abgestellt. Ja. Schon mal gut, schon mal besser. Kommt. Come on, come on. Ich hab so eine typische Ami-Karre. Polster. Ja. Vielleicht geht's ja. Ich weiß nicht. Ja, er ist ziemlich auf der Straße drauf. Oh Mann, Mori. Ja, ich weiß. Wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Wir lieben es. Du liebst es, ja. Vorwärts? Ja, noch ein bisschen stoßen. Ja, man nimmt es noch ein bisschen Anlauf. Und dann kannst du ja durch den Graben durchfahren, das kommt sicher auch gut. Ja, das. Ich wollte sowieso da entlang irgendwie. Echt? Ja, um mir einen schöneren Gang nach oben zu suchen. Okay. Hängt die auch fest? Gut! Ja, dann hast du jetzt offiziell die Erlaubnis, alles in die Luft zu sprengen. Lal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 
Dann gehe ich jetzt aus dem Menü raus. Dann ist er. Hat er schon. Nee, jetzt geht's noch. Aber manchmal hat er so übelst viel Speed drauf, so wie jetzt. Und die Karre fliegt fast weg. Vom Haken. Ja, siehst du? Schön, oder? Ja. Holy moly. Oh, das kannst du ja als Waffe benutzen, schon fast. Yeah. So bam, gegen andere Autos. Ich kenne keine Straßen. Ich kenne nur Wiesen. Weißt du, was ich mir letztens auch überlegt habe im Online? Ist es möglich, jemanden zu Tode zu fahren? Also, wenn er im Auto sitzt und du auch und du voll in ihn reinkriegst? Nein. Das ist nicht möglich, ne? Nicht außer, wie bei normalen außer du Leuten. Hast, außer du hast natürlich... einen Lastwagen mit Nitro. Wie in Saints Row. Nee, ja. Nee, außer du hast natürlich wenig Leben. Dann ja, könnte ja, es voll. Natürlich klappen. Ja. Sieht dir ja Leben ab. Aber also, es müsste ja. Ein dummer Zufall sein. Das wäre geil. Halt das ist ja echt... ist ja übel. Jedes Mal, wenn einer in dich reinfährt. Dann würde sich halt irgendwie so ein Lastwagen lohnen. Auf jeden. Obwohl, auch jetzt würde ich schon einen Lastwagen als Crewfahrzeug nehmen. Oder ein Abschleppwagen, wer weiß. Okay. Rechts. Ja, stimmt. Bitteschön, Barry. Gut gemacht, Son. Das ist ein Bike, ne? What? Man, get your ass down here. I'm outside with this junker you made me drag across town. Look, just leave it there. I can't come out now. The satellites. I mean, they're scanning our brains and tracking our heartbeats through the internet. Go now while you still can. Man, I'm wasting my fucking time. No, you're a hero, a green warrior. We're changing lives. Das sagt er jedes Mal. Ja, eben, das wollte ich jetzt auch gerade erwähnen. Das sagt er jedes Mal. Sei es mit Beverly... Mit, ja, mit jedem, glaube ich, dass er seine Zeit verschwendet. Hm. Das ist so sein größtes Problem. Manko. Gras. Graswurzeln im Schlepptau. Wollen wir nochmal versuchen mit Michael? Ja, oder ich meinst versuch's. Du, er wird uns anrufen? Ich glaube, ich vermute eben, das wird passieren nach einer gewissen Zeit. Weißt du, dass sie irgendwie Zeit brauchen, um wieder aufzutauchen? Ja. Ich versuche es jetzt mal trotzdem. Ja, versuch's. Wir sind ja gerade um die Ecke von der Messe. Unproblematisch. Ja. Nice. Ja, ich habe ein bisschen Training. Ich habe heute Morgen dann wieder ein bisschen online gespielt mit dem Bike. Ja. Da müssen wir euch auch was Lustiges dann zeigen, aber ihr werdet es ja dann sehen. Genau. Natürlich. Wieso fährst du hier durch? Keine Ahnung, weil ich jetzt umdrehe. Wieso drehst du um? Weil du sagst, wieso fährst du da durch? Ja, aber dann heißt das heißt ja nicht gleich, dass es... Autsch. Schöne Arschbombe. Oh yeah. Oh ja. Die hat ein bisschen, das tut weh. Aber es hat ihm jetzt nicht so viel Leben abgezogen. Ich glaube, das hängt auch vom Fahrskill ab. Wie viel Schaden es dir macht, wenn du vom Motorrad fliegst. Okay, natürlich, was du reinfährst. Ich meine, wenn der nur über ein bisschen drüber fällt. Nein, mit welchem Speed? Oh. Speed natürlich. Speed, Weite, Link, ja. Halt alles, was normalerweise auch mitzählt. Deswegen fahre ich aber auch nicht mal Motorrad in echt. Würde ich nicht unbedingt. Ist nicht. Also meinst du in Real Life? In Real Life, ja. Das ist so eine Leidenschaftssache. Ja, ich glaube, du musst wirklich so Fan davon sein. Obwohl, ich muss sagen, ich hatte ja Motorrad. Ja. Und ist ja schon cool. Ist ja schon cool. Ja. Michael! Ruf mich an! Ruf mich an. Kannst ja nochmal anfangen, nochmal so ein Grasding. Oder wir machen die Lester. Oder wir gehen oder wir lästern. Oder wir zünden sein Haus an. War ein schönes Leben mit dir, Michael, aber... Du nervst. Ich glaube, du hast... Stand nicht im SMS, ich soll dein Haus abfackeln? Nicht? Irre ich mich hier, ja? Ja... Ja, komm. Aber eben, das Komische ist auch, dass die Mission anzeigt, ohne dass wir sie aktivieren können. Das ist ja auch weird. Dann würde es sie gar nicht anzeigen. Ja. Ja, brenn! Finde ich cool so. Ja, das geht noch gut. Den Flammen entkommen. Aber ja, jetzt hat's aufgehört. Tja. Scheiß Busch.
Du hast nicht verdient zu leben. Das ist die AP-Pistole, ne? Ja. Aber wir haben noch gar nicht versucht, da reinzugehen. Geh mal da rein. Nee. Hä? Komm mal, ist Michael oder Trevor zurück? Aber von dieser Seite, von dieser Seite. Von dieser Seite, ja. Von dieser Seite? Geh mal mit dem Motorrad nochmal raus und lauf dann rein. Ins, aufs Gelände? Ja, vielleicht kann das auch sein, dass du irgendwie... Nope. Au. Zu viel zum Sturzschaden. Ja. What the fuck? Peinlich, Mauri, peinlich. Alter, aber... What? Okay. Das war jetzt echt weird. Das war wirklich komisch. Abgesehen davon, dass das Tor geschlossen war. Ja. Das ist doch sonst geil. Immer offen. Nee, das ist immer geschlossen. Im Online ist es offen. Ja, ich... Oder mit Michael ist es offen. Keine Ahnung. Mm-mm. Ich habe das noch nie offen gesehen. Ah, okay. Also offen, nicht so offen, aber... Man kann es öffnen. Nee, genau. Habe ich noch nie gesehen. Okay. Es war immer geschlossen. Okay. Was ist das? Ah, ein Bullet. Hast du dir den hier gekauft? Nein. Gut. Das ist ja kein Ferrari. Nee, aber da gibt es so eine Story zu diesem Auto. Natürlich, das in Real Life. Das ist ein Ford GT40 oder GT. Oh, scheiße. Das ist ja ein Ford GT. Ja, oh, und weißt du, wieso diese Karre entstanden ist? Weißt nee. Du, das war so, da gab es so einen Deal zwischen Ford und Ferrari. Ja. Und eine Weile lang war eine Diskussion, ob Ford Ferrari aufkauft. Ah, okay. Irgendwie ist der Deal dann futsch gegangen. Geplatzt, ja. Geplatzt. Und dann hat sich Ford überlegt, komm, wir machen es selber. Okay, steig jetzt mal aus und lauf rein. Ja, genau. Oder, ja... Dann haben sie eben gesagt, komm, wir machen selber eine Karre und haben den hier gemacht. Was ich mag den. Was auch ziemlich krass ist. Ich mag den. Den gab es ja auch schon im GT San Andreas, ne? Ich glaube, ja, schon ziemlich in jedem war der irgendwie da. Nee, Vice City glaube ich nicht. Nee, Vice City nicht, aber San Andreas auf jeden Fall und ich fand den so geil. Stimmt. Der hatte auch extrem Speed, so wie der Komet. Genau, oder der Benji. Benji gab's auch schon recht lange, ja. Benji, der Blister, der kleine, der Kompaktwagen, den gab's auch schon. Ja. Was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen. Nochmal was Gras holen. Wir müssen Lester machen, sonst passiert nichts. Nein, ich glaube eben nicht. Ich glaube, ich habe nämlich die Lester-Mission. Oder ein paar Missionen. Wo du das gemacht hast, okay. Ja. Was die dann aktiviert hat. Das ist so weird. Voll komisch. Vielleicht wisst ihr ja irgendwie was. Weiter. Also ich fahr mal zum nächsten. What the? Alter, ich hatte nicht mal. Du hast null Speed drauf. Das hat ja gerade Gas gegeben. Was ist los? Das Spiel will mich trollen, ich sag's dir. Ja. Oder hast du extra noch Gas gegeben, dass du gesehen hast, dass du in dieses Auto reinfährst? Ja, ja. Guck mal, da oben beim Tattoo-Laden ist ja nochmal so ein Ding. Okay. Gelegenheit für Schnappschüsse. Ah, das ist die Beverly-Mission. Von Beverly. Ah. Das ist aber auch cool. Ja, mach die. Und ich fahr da hin und dann, Das in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für diese Folge. Sehen uns nächstes Mal hier bei GTA 5. 5. 5. V. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.